Hä? Was ist denn hier los? Naja, egal. Ich möchte auf jeden Fall meine Assassinen mal losschicken, damit die mal was zu tun haben. Mal ein bisschen Geld reinholen und ja, besser werden. Die Nachrichten überspringe ich jetzt mal alle. Okay. Die haben jetzt gewisse Punkte hier. Wir können einmal in die Rüstung. Lederschulterteile schützt den Träger vor Angriffen, die auf die Arme zielen. Oder halt aufrüsten Dolch. Dolche sind auf kurze Entfernung eine schnelle und wirkungsvolle Waffe. Ich werde es so machen, dass ich einfach immer einmal oben, einmal unten, einmal oben, einmal unten, bis sie dann voll geskillt sind. Genau. Okay, und wir sehen, es fehlen nur noch 3 Leute. Dafür müssen wir auch die Borgia-Türme erstmal wegmachen, damit wir die dann auch bekommen. Aber ich denke mal, sollte nicht das Problem sein. Ihr seht schon, die Leute, die halt im Kampf schon mal geholfen haben, haben schon mal ein bisschen EP bekommen. Das heißt, wenn ich die öfters in Kämpfe reinhole, bekommen die eben auch mehr. Jetzt geben wir denen erstmal Aufträge. Oh, das dürfte ein bisschen schwierig sein für die. Ja, 2%. Genau. Ein seltener Angreifen, Moskau. Ein Dreier. Geht das? Ja, dann nehmen sie noch einen mit und dann... Ja, steigen sie alle den Level auf. 100%, das heißt, da passiert nichts. Das mache ich doch gerne. Okay, in Rom waren 2er, genau. So. Und gehen wir nochmal Kalikut. Auch nicht schlecht. Kladakring. Ja, da schicken wir einfach mal den hier hin. Macht ein Level, ist schon mal nicht schlecht. Kann man machen. Lissabon. In Lissabon gibt es ein 2er. Das machen 2er und dann passt das. Und einen lasse ich mir mal da, damit ich wenigstens noch einen habe, der mir auch im Kampf halt beistehen könnte, falls es nötig wird. Oder halt, dass ich jemanden brauche, der gerade mal einen tötet. So, okay. Einmal eingetaucht. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier unsere Kurtisanen holen, damit wir da reinkommen. Da müssen wir scheinbar dann auch einen weiten Weg zurücklegen. Aha. Hier bekomme ich die also irgendwo her. Okay, ich erinnere mich. Da müssen... Oh ja, ich erinnere mich. Ja. Aber ich habe mir schon eine Lösung überlegt. Die in der Truhe versteckte Einladung beschaffen. Okay. Jetzt wird es wieder etwas spannender. Achso, ich darf auch nicht entdeckt werden. Okay. Das ist natürlich relativ blöd. Gut. Das müsste ich vorher wissen. Aber das machen wir gleich. So, liebe Leute. Ich will nichts sagen, aber ganz ehrlich, diese ganze Erinnerung ist so von Unterbrechungen geprägt, das glaubt man schon gar nicht mehr. Tauch runter. Boah, jetzt durfte ich wieder auftauchen. Wunderbar. So, denn ich werde gleich wieder eine Unterbrechung machen müssen, weil irgendwie zeitlich geht das heute oder gestern auch nicht so auf. Schade drum. Müssen wir mal gerade schauen auf die Uhr. Jo, okay. So, du bist erstmal weg. So, und ich warte mal, bis der Kollege sich umgedreht hat. Gehe ich hier nämlich mal weiter.
So, dann warte ich jetzt mal hier auf den Kollegen. Da oben sind ja die anderen. Das heißt, ich muss halt erstmal die hier oben, die hier unten ausschalten, damit die oben nicht mehr die Gegner, also die Toten sehen können. Das wäre nämlich sehr unpraktisch, muss ich sagen. Okay, und jetzt... Die Wachen da links stören mich gar nicht, aber die Wache hier, die muss halt weg. So, ab, ab, ab. Tschüss. Okay, und jetzt würde ich die Wachen hier oben ausschalten. Weil die mich jetzt halt noch momentan stören. Deswegen müssen die auch noch weg. Denn die würden dann eben auch Leichen sehen. Und das geht nicht. Das darf nicht sein. So, die Typen da hinten dürfen nichts sehen hier von denen. Hey, Kollege! So, hier sieht keiner die Leichen, ne? Nee. Gut. Ich wollte gerade sagen, da habe ich doch einen gesehen. Da bin ich wieder ins Mikro gekommen, aber egal. Das geht so nicht. Jetzt muss ich hier weg. Oh, oh, nein, 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 geh da nicht runter. Scheiße, das wird nicht funktionieren. Moment mal, diese... Fall nicht runter. Shit. Ja, so viel dazu. Ja. Yeah. Die sind auch noch gut bewaffnet. Das ist ganz schlecht. Dafür bräuchte ich die Doppelklinge am besten. Blöd. Blöd. Das wird schwierig. Ich glaube, dafür muss ich mal ein bisschen mehr Zeit einplanen. Da habe ich mich schon bei den letzten Malen sehr lange dran aufgehalten. Das ist eben diese Schwierigkeit an diesem... Ja. An dieser Mission. So, okay. Also, noch einmal aufs Neue. Dann ist das jetzt sozusagen mein letzter Versuch. Danach wird dann wieder gestoppt. Und wir schauen, ob wir dann beim nächsten Mal, bei der nächsten Aufnahme, das endlich mal komplett beenden können hier. Ja, komm her. Ne? Komm her. Kommt. Ich weiß ganz genau, dass du jetzt hier hingehen willst, also komm her. Ich könnte theoretisch ja auch meine Assassinen einsetzen, fällt mir gerade so auf. Das Blöde ist ja, ich habe nur noch einen da. Zack, so geht's. Die Wachen da oben machen mir noch zu schaffen. Den Dächern, die Wachen, die sind schwieriger wegzumachen. So, hier gehen wir mal wieder hierher. Hierfür, am besten nämlich für die anderen Wachen nehme ich einfach die Kurtisanen, die hier sind. Aber ich muss trotzdem erst die da oben ausschalten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich zuerst den ausschalten müssen. Nicht gerade einfach, nicht gerade einfach. Hier muss man taktisch vorgehen, das merkt man schon. Also hier ist schon
ein gutes Element davon eingebaut. So, komm. Hey! Das stimmt wohl. Ich spüre das Böse. Der Fürst der Finsternis wirft wieder einmal seinen Schatten. Ah ja, bla bla. Moment, das funktioniert so nicht. Nein, bleibst du hier. So, Mädels, ich brauche euch mal gerade. Kauft mir ein wenig Zeit. Funktioniert's. Zumindest dann geht mir gerade aus dem Weg. Okay, dass es dann doch so einfach ist, damit hätte ich nicht gerechnet. Die Einladung ist nicht hier. Ach, super. Ich bringe sie dem Signore. Nein, tust du nicht. Hallo. Hoppala. Ja, ja, ich muss schnell machen, ich weiß. Dann nehme ich eben die andere Ecke hier, ist mir doch egal. Na super, jetzt muss ich den Typen erwischen hier und hab wieder ein paar Leute hinter mir. Na super. Jetzt kennen die mich auch noch. Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt muss ich mich beeilen. Oh, na super. Oh, na super. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, komm. Hab sie. Ja, hab sie. Ja, hab sie zu spät. Ich hätte nicht warten sollen und hätte gleich durchrennen sollen bei den Wachen und dann wäre das alles gar kein Problem gewesen. Okay, aber ich kenne ja meinen Fehler. Ah, diese Mission ist immer am schwierigsten, das muss man schon sagen. Also die ist echt, die hat's in sich. So. So, und schon geht's hier viel besser. So, schneller. So, hier muss ich ja dann einfach vorbeirennen. Aber ich bin halt noch schnell genug, das ist das nämlich. Ja, ja, Jungs. Ihr mich auch. Komm schon. Zack. Okay, jetzt wird noch ein bisschen gekämpft. Okay, eine Mission ist erledigt, das habe ich gerade gesehen. Okay. Die Wachen dürfen im Sperrgebiet keine Leichen finden. Das wurde nicht getan. Und da wir das beendet haben, ist das auch ganz praktisch. Denn beim nächsten Mal wird dann die wiederhergestellte Erinnerung doch weitergemacht. Und ich hoffe, wir kriegen endlich die letzten Gemälde, um Leonardo zu finden. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Das Einkommen wird auch noch geholt. Bis dann. Ciao.